Hallo ihr Lieben, ich bin Andy Edition. Dieses Video könnte dich spoilern. Wenn du also nicht gespoilert werden willst, solltest du zuerst die Story und den Raid in Destiny 2 abschließen und kannst dann gerne wieder zurückkommen und dir mein Video ansehen. Wir reden heute über die Ahamkara. Das sind drachenähnliche Wesen, die erst in unser Sonnensystem ankamen, nachdem der Reisende uns aufgesucht hatte. Sie wurden auf der Venus von einer Organisation namens Ishtar-Kollektiv untersucht. Das Ishtar-Kollektiv erkundete alte Vex-Ruinen und die gläserne Kammer. Eigentlich experimentierten sie mit einem noch voll funktionierenden Vex, den sie Subjekt 12 nannten. Doch durch Zufall haben die Wissenschaftler dieser Organisation herausgefunden, dass das Erbgut, also das Genom der Ahamkara, unbekannte neue Proteine enthielt. So viel Potenzial steckte in dieser parasitähnlichen Spezies, die Drachen ähnelten. Doch die Vorhut hat entschieden, dass es zu gefährlich ist, mit ihnen zu experimentieren. Denn diese Drachen wurden von vielen Hütern, die nach Wissen und Macht strebten, auch Wunschdrachen genannt. In einem legendären Helm aus Destiny 1 kann man diesen Text lesen. Manche von ihnen überlebten. Ich kenne einen Typen, der sagte, er hätte vor langer Zeit einen Wunschdrachen auf Jupiter gesehen. Io, die neue Welt, die wir in Destiny 2 erkunden dürfen, ist ein Mond von Jupiter. Wenn wir uns auf diesen Mond umsehen, können wir Jupiter, den großen Gasplaneten, auch direkt sehen. Besser gesagt, er ist nicht zu übersehen, sobald man nach oben blickt. Auf Io entdecken wir auch große Knochen oder große Skelette. Es gibt noch keine Beweise, dass sie zu den Ahamkara gehören, aber es würde mich nicht verwundern, wenn das Überreste der drachenähnlichen Wesen sind. Es gab in Destiny 1 schon exotische Rüstungen, die aus Knochen von den Ahamkara gemacht wurden. Zum Beispiel der Beinschutz für den Jäger, Knochen von Eao. Eao ist übrigens der einzige bekannte Name eines Ahamkara. In der Beschreibung von den Panzerhandschuhen für den Jäger, Ahamkaras Rückgrat, können wir diesen Text lesen. Reich mir deine Hand, Träger. Lass mich dir helfen, die Welt mit Zorn zu erfüllen. Die Panzerhandschuhe versiegelte Ahamkara-Griffe, wieder für den Jäger, haben die interessanteste Beschreibung. Die Ahamkara-Knochen mit Silber zu ummanteln, hilft mit den akustischen Halluzinationen, Träger. Es wird nämlich behauptet, dass die Knochen dieser parasitähnlichen Spezies Halluzinationen auslösen. In der Lore von dem Warlock-Helm aus Destiny 2, Schädel des schrecklichen Ahamkara, gibt es noch mehr Hinweise dazu. Hier wird von Illusionen gesprochen. Ahamkara, die Illusion, das selbst von einem Objekt, einer Idee oder einem Körper abhängt. Manche Leute sind der Meinung, dass man keine Ahamkara haben sollte. Andere wiederum sagen, man bräuchte den richtigen Ahamkara. Alles, was ich weiß, ist, dass du keine Illusion bist. Der Name Ahamkara ist ein Begriff, der mit dem eigenen Ego und dem Egoismus zusammenhängt. Aham steht für das Selbst und Kara für das Ich. Um das ein wenig verständlicher auszudrücken, die Ahamkara können uns manipulieren und ihre Knochen verursachen Halluzinationen. Deshalb hat die Vorhut vor langer Zeit Warlocks auf die Jagd geschickt, um diese Spezies auszulöschen. Die Warlocks sind Hexenmeister. Sie sind die einzigen, die gegen diese Halluzinationen ankämpfen können und somit die einzigen, die sie bekämpfen konnten. Ihr habt aber sicher bemerkt, dass die meisten exotischen Rüstungsteile, die mit den Knochen der Ahamkara gemacht worden sind, für Jäger bestimmt sind. Das lässt sich aber erklären. Es gab nämlich eine Legende über einen Jäger, der es angeblich doch geschafft hat, alleine einen Ahamkara zu besiegen. Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Rüstung für den Titan, die aus Ahamkara-Knochen gemacht sind. Falls ich mich irre, könnt ihr mir den Namen der Rüstung gerne in die Kommentare schreiben. In Destiny 1 dachten viele Spieler, dass sie auf der Venus Ahamkara fliegen gesehen haben, doch Bungie hat bestätigt, dass sie es nicht sind. In der Entwicklung von Destiny 1 wurden diese fliegenden Wesen, die man auf der Venus entdecken kann, Patadaktyl genannt. Es ist aber ein inoffizieller Name, der nur intern von Bungie genutzt wird. Und vielleicht ist es ja jemandem von euch aufgefallen,
dass sowohl in der Rüstungsbeschreibung wie auch in den Glimmerkarten, in denen die Ahamkara zu uns sprechen, immer das Wort Träger vorkommt. Das ist im Grunde die gleiche Phrase, wie die Würmer sie im Buch der Trauer nutzen. Für alle, die die Geschichte noch nicht kennen, die Wurmgötter haben ihre Larven an das Schafvolk verteilt. Die Larven sind eine Symbiose mit den Scharen gegangen und haben sie zu diesem grauenvollen Volk gemacht. Seit diesem Zeitpunkt sind die Würmer auch die Götter der Schar. Und wir haben im letzten Video schon erfahren, dass die Würmer das gleiche für die Dunkelheit sind, wie die Geister für das Licht. Kann es also sein, dass die Ahamkara auch eine Symbiose mit den Würmern eingegangen sind? Im Buch der Trauer gibt es eine Andeutung dazu. Die Schwester von Oryx, Xivu Arad, sagt nämlich, dass sie ihre Götter, damit sind also die Würmer gemeint, nicht mit den Drachen teilen möchte. Das ist für mich ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Ahamkara auf irgendeine Art und Weise in Verbindung zu den Würmern stehen. Nun habt ihr ein wenig von den Ahamkara erfahren. Jetzt ist die große Frage, was hat das mit den Wraith in Destiny 2 zu tun? Einige von euch werden sich erinnern, dass ich in dem Video, wo ich über die Geschichte vom Leviathan Wraith erzähle, auch erwähnt habe, dass Kalus einen Knochen gehabt hat, mit dem er ein Signal wegschicken wollte. Ich muss mich hier wieder bei Dennis von Destiny Blog bedanken, der mir das Buch, das in der Collectors Unlimited Edition von Destiny 2 mitgeliefert wurde, abfotografiert hat. In diesem Buch beschreibt der Kabal-Imperator seine 8 Verräter, die ihn stürzen wollten, und lädt uns zu seinen Prüfungen auf seiner prächtigen Leviathan ein. Wenn ihr die Geschichte von Kalus und den Wraith aus Destiny 2 noch nicht kennt, dann schaut euch zuerst das Video an, das ich in der Infokarte rechts oben verlinkt habe, damit ihr auch versteht, über was ich hier spreche. In diesem Buch oder in dieser Einladung ist eine ganze Seite Kayatl, der Tochter vom Imperator, gewidmet. Kalus beschreibt, wie sehr er sich gefreut hatte, als sie zu einer Starpilotin geworden ist. Doch als sie nach Torobatl, das ist die Heimatwelt der Kabale, von einer Reise zurückgekommen ist, veränderte sie sich. Seine Tochter verkroch sich nur mehr mit Umun Arad, einer Kriegsveteranin, die Kalus zu seinem Beschwörungsgeneral ernannte, um über Gefahren zu reden, die auf den Heimatplaneten der Kabale vorrückten. Als die Verräter Kalus stürzen wollten, eilte er zu seinem Thron, um das Signal für seine Spezialvereinbarung zu geben. Auf einer Seite in dem Buch von der Collectors Unlimited Edition beschreibt er, was passiert ist, und redet zu seiner Tochter. Ich hätte den Kupp aufhalten können. Du, nur du alleine wusstest von meiner Spezialvereinbarung. Und als ich zu meinem Thron eilte, um das Signal für die Spezialvereinbarung zu geben, warst du bereits da. Saßt auf meinem Thron mit dem Signal in deiner Faust. Als ich nach dir griff, um zu betteln, zermalmtest du den Knochen mit deinem gepanzerten Handschuh. Du sprachst, Vater, deine Schwäche wird nicht geduldet. Du hieltest meine Freude für Schwäche, du verstandest nicht, wer ich bin. Und deshalb muss meine liebe Tochter sterben. Seine Tochter ist also einer der Verräter, die dafür zuständig sind, dass er ins Exil auf seiner Leviathan verbannt wurde. Im ganzen Destiny-Universum werden Knochen nur in Verbindung mit den Ahamkara erwähnt. Also welche Spezialvereinbarung hatte Kalus mit den Ahamkara? Das ist eine Frage, die uns wahrscheinlich erst mit einer kommenden Erweiterung für Destiny 2 beantwortet wird. Auf jeden Fall ist das Thema rund um Kalus, seiner Leviathan und den Prüfungen, die wir im Raid von Destiny 2 bestreiten, für mich eines der spannendsten Geschichten im Destiny-Universum. Und bevor das Video endet, möchte ich noch eine Frage stellen. Seit wann haben die Kabale eine Thronwelt? Wir werden ja beim Endbosskampf im Raid in eine Thronwelt oder in eine andere Dimension geportet. Wie ist das möglich? Bei den Schar weiß man, dass sie mit ihrem Schwert Risse in unsere materielle Welt schneiden konnten. Bei Atheon wissen wir, dass er uns in der gläsernen Kammer durch die Zeit schicken konnte, wenn er uns portet. Aber woher hat ein Kabal diese Macht? Hat es vielleicht etwas mit den Psions zu tun, die die Kabale vor langer Zeit versklavt haben? Ich denke, das wird ein Thema für eins meiner nächsten Videos. Ich danke euch fürs Zusehen und ich bin gespannt, welche Theorie ihr dazu habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dem Video gerne eine Bewertung dalassen. Damit unterstützt ihr mich und meinen YouTube-Kanal. Noch einmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back. Alles, was du kennst, ist eine Lüge.
Jahre jenseits dessen, was deine Leute und dein Sprecher dir erzählt haben. Wenn du mich bittest, kann ich dir diese Wahrheit offenbaren. Diese Geschenke sollen dich an meine Worte erinnern. Imperator!